So, grüezi miteinander und ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute dreht sich alles um die sogenannten digitalen Rechnungen und als erstes Mal zeigen wir Ihnen auch noch etwas zu D-Box in diesem Zusammenhang gerade dazu. Mein Name ist Tamara Ganz, ich bin Produktmanagerin bei der Firma Axit am Standort in Kemptal tätig. Meine Rolle heute, ich bin als Co-Moderatorin dabei. Sie haben nämlich während dem ganzen Webinar die Möglichkeit, uns all Ihre Fragen entsprechend in den Chat hineinzustellen. Werden so gut wie es geht, wirklich gerade während dem Webinar direkt auf die Fragen eingehen. Allenfalls bleibt uns am Schluss nach dieser halben Stunde oder in dieser halben Stunde noch ein paar Minuten Zeit, das am Schluss auch noch gerade zu beantworten. Wie immer, wenn wir ein Webinar durchführen, machen wir gerade eine Live-Aufzeichnung und alle Folien, die Sie sehen, plus eben die Aufzeichnung, werden wir Ihnen gerne nächste Woche im Nachgang dann zuschicken. Gut, aber durch die ganze Demo wird Sie heute mein Kollege begleiten. Ja, grüezi miteinander. Mein Name ist Fabian Herzig und wie Tamara jetzt gerade ausgeführt hat, darf ich Sie heute das Webinar E-Business durchführen. Ich bin seit etwa 6 Jahren knapp bei der Axit und hauptsächlich im Bereich wertschöpfende Module und E-Business tätig. Sehr gut, vielleicht noch ganz ein paar kurze Worte zur Axit selber. Wir haben gesehen, es sind noch ein paar Teilnehmer dabei, die wir noch nicht zu unseren geschätzten Kunden erzählen dürfen. Darum noch ganz kurz ein paar Eckpunkte noch. Wir sind an 4 Standorten über die ganze Deutschschweiz hinweg vertreten. Zum einen in Bernschönbühl, Basel-Pratteln, Zürich-Kemptal, von wo wir aus jetzt das Webinar auch wirklich live schaltet. Und dann sind wir noch in St. Gallen. Wir sind jetzt auch alle zusammen schon fast 180 Mitarbeitende. Jedes Jahr zahlreiche Projekte durch im Abacus-Business, aber auch Baumanagement-Lösungen, genauso wie im Business Intelligence- und Schnittstellenbereich. Wir haben einige Lösungen in unserem Petto rein und wir sind seit 2008 Abacus Gold Partner. Das ist der höchste Händlerstatus, den man bei Abacus haben kann. Gut, soweit zur Axit. Sie sind da zum E-Rechnungs, E-Business von Abacus kennenzulernen und ich würde sagen, wir starten gerade direkt. Sehr gut, danke Tamara. Ja, der Titel sagt sie schon, verabschiedet sich von Papierrechnung, heute geht es elektronisch und genau das wollen wir da auch ein bisschen forcieren. Vielleicht grundlegend am Anfang ein bisschen zu der rechtlichen Lage. Das ist etwas, was ich immer wieder mal gefragt wird. Ja, wie sieht denn das genau aus, Fabian? Genau. Grundlegend ist so, bei der Übermittlung und Aufbewahrung von Daten, die für den Vorsteuerabzug, Steuerbehebung oder Steuerbezug relevant sind, muss unabhängig davon, ob sie auf Papierrechnung oder Papier oder elektronisch vorliegt, muss der Nachweis vom Ursprung und Unveränderheit erbracht werden. Ja, wann gilt das? Das gilt, sobald die ordnungsgemäße Buchführung gemäß OR Artikel 957 und fortlaufend eingehalten sind. Wie gesagt, dabei spielt es eigentlich keine Rolle, ob das eine Papierrechnung ist, eine scannte Rechnung oder eine elektronische Rechnung. Es sind alle soweit gleichgestellt. Voraussetzung ist, die Buchführung muss gemäß UR eingehalten werden. Gut, soweit alles im Abacus machbar. Ne? Soweit kein Problem fürs Abacus, genau. Genau, grundlegend unterscheide ich so ein bisschen zwischen 4 verschiedenen Arten, wie man so eine Rechnung dann elektronisch verschicken kann. Das eine ist einfach, wir machen dann mal ein E-Mail mit einem PDF im Anhang. Das ist zwar digital, aber noch nicht elektronisch, denn wir machen nach wie vor einen Medienbruch. Das heisst, ihr Gegenüber, also ihr Partner, muss doch wieder das aus dem PDF in ihrem eigenen System, ERP-System, das wieder manuell erfassen. Also es ist doch da ein Medienbruch. Dann schon ein bisschen die vorgeschrittene Version ist ein E-Mail mit einem PDF auch im Anhang, aber mit einem Zugpferd. Ein Zugpferd ist eigentlich ein XML, das im PDF enthalten ist. Und anhand von dem XML können wir dann das herauslesen und das geht bereits im ERP elektronisch erfassen. Zugpferd ist so ein Datenformat, wo einige ERPs unterstützt. Ich bin ganz ehrlich, nicht alle. Aber Abacus ist einer von denen, wo es kann erstellen und auch lesen und wo eigentlich da seit Anfang an dem Standard mitgemacht hat. Genau. Dann, so, ich sag mal, die Luxus- oder Königsklasse ist eigentlich wirklich voll elektronisch. Das wäre dann EDI. Das heisst, wir dann wirklich ein XML verschicken, also strukturierte Daten. Und dabei gehen wir eigentlich immer über einen Netzwerkpartner, entweder über Abanet, das ist der Abacus eigene Netzwerkpartner, oder sonst über all die gängigen IDI-Netzwerkpartner, die man so kennt. Da zeige ich Ihnen nachher dann noch 2, 3, was da gibt. Genau. Und was jetzt neu ist, ist eigentlich der Empfang von Dokumenten via D-Box. D-Box ist eigentlich ein Postfach in einer Cloud, wo da mit KI, also künstliche Intelligenz nutzt, wo man auch da aus einem PDF gerade die Informationen könnt rauslesen.
Auch da komme ich nachher noch ein bisschen ins Detail. Genau, dafür eine kurze Übersicht, damit Sie sich das ein bisschen bildlich vorstellen können. Auf der linken Seite ist das Abacus, die verschiedenen Module, also irgendwo wird die Rechnung aufbereitet, ganz über das E-Business, ist auch so die Schnittstelle gegen aussen, wird es dann in die Welt geschickt. Wie gesagt, es geht dann eigentlich in der Regel immer über das Abanet, über das Netzwerkpartner oder Portal von der Abacus selber. Wenn unser Gegenüber ebenfalls Abacus im Einsatz hat, können wir gerade über Abanet Abacus zu Abacus kommunizieren. Hat er irgendwelche andere ERP-Systeme, gehen wir über einen von diesen Netzwerkpartnern, die Sie da aufgelistet sind. Da gibt es eben schon einige, Stepcom, Pentag. Ich denke, weit verbreitet sind vor allem die untersten zwei, Six Payment und Post Finance. Genau. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite, wenn man Rechnungen empfängt, fast das gleiche Bild, das Ganze kommt vom Internet her über Netzwerkpartner zu Abanet. Und wie der Abanet ist eigentlich so das, was dann wirklich ins Abacus übergibt. Auch dort der Eintrittspunkt in unser ERP ist wieder das E-Business. Und im E-Business wird es dann entsprechend wieder verteilt, je nachdem, was für ein Dokument es sich handelt. Wir können auch nicht nur Rechnungen und Gutschriften über E-Business verschicken, sondern auch Auftragsbestätigung, Offerte etc. Genau. Gut, Deepbox habe ich vorher schon kurz erwähnt, aber was ist denn das überhaupt genau? Nur ganz kurz dazu. Deepbox ist, wie schon erwähnt, eine digitale Dokumentenablage, wo künstliche Intelligenz, KI, das, was heute in den Medien überall immer erwähnt wird, nutzt. Und anhand mit dem KI können wir Inhalte klassifizieren und am richtigen Ort ablegen. Also eigentlich dadurch können wir den Prozess von Dokumenten automatisch verarbeiten innerhalb von einer Gruppe, von Unternehmen oder auch mit anderen Postfächern. Sie können sich das eigentlich vorstellen, wie so die anderen klassischen Dokumentenablagen, die wir schon kennen, die da glaubt, wie OneDrive, Dropbox oder was Sie so gängig da kennen. Einfach auch Deepbox, eben die künstliche Intelligenz, mit der wir gewisse Automatismen lernen können und somit unseren Arbeitsalltag vereinfachen können. Genau. Sehr gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal direkt im System an. Ich glaube, das ist das, was Sie grundsätzlich am meisten interessiert. Genau, das ist mich auch. Ich kann ja immer viel erzählen, am besten ist, wenn wir mal in der Praxis sehen. Vielleicht dazu noch ganz kurz, ich zeige Ihnen das heute alles im Abacus-Version 2023, also auf der neuesten Version, immer mit der Standardmaske. Also das kann, wenn Sie heute schon die Applikationen auch im Einsatz haben, bis Sie Abweichungen zu Ihrem System haben, einfach da nicht verschrecken. Genau. Heute werde ich Ihnen grundlegend vier Szenarien zeigen. Wir werden am Anfang vier Rechnungen aufbereiten, die man dann über das E-Business versendet. Dabei schicken wir eine voll elektronisch, also mit EDI, dann will ich eine Rechnung verschicken, wo wir ein PDF im Anhang haben, mit dem Zugpferd. Dann eine Rechnung, wo auch nur ein PDF, wo unser Partner auch kein EDI hat. Und am Schluss noch eine, wo wir dann über Deepbox empfangen werden. Genau. Da mal grundlegend am Anfang. Ich gehe da gerade mal in die Auftragsbearbeitung. Habe ich schon mal ein bisschen vorgeschafft. Ich habe mal vier Aufträge erstellt. Die tun wir jetzt einfach miteinander ausführen. Da ist ein ganz normaler Lieferant. Ich habe da eine Position, wo ich entsprechend jetzt meinem Debitor möchte gerne in Rechnung stellen. Genau. Grundlegend, wenn wird überhaupt das verschickt? Grundlegend muss der Debitor muss als E-Business-Teilnehmer erfasst sein. Das gibt das Programm im E-Business, im J411, wo ich eigentlich jeden Debitor muss hinterlegen und auch dabei kann ich immer sagen, ja, wir möchten den gern seine Rechnung empfangen. Beispielsweise jetzt da Herzig AG habe ich jetzt Abanet, das ist das Netzwerkportal, das ich hinterlegt habe. Und unten dran habe ich auch aufgelistet, welche Dokumente ich gerne möchte verschicken. Das heisst, das erste Kriterium, der Debitor muss als E-Business-Teilnehmer erfasst sein. Dann das zweite Kriterium ist das Dokument, das ich verschicken will. Jetzt in meinem Beispiel wie die Rechnung, muss als E-Business klassifiziert sein. Und das dritte Szenario oder Kriterium, das muss eintreffen, ist, mein E-Business-Teilnehmer muss auch das Dokument per E-Business empfangen wollen. Also so habe ich eigentlich die volle Flexibilität. Ich kann sagen, welche Debitor möchte ich überhaupt per E-Business verschicken und welches Dokument möchte der Debitor per E-Business das empfangen. Genau. Gut, jetzt lasse ich mal da ich schnell alle durchchattern lassen, dass wir da mal schon die Rechnungen können verschicken. Genau. Da habe ich jetzt alle bereits vorgängig schon als E-Business-Teilnehmer erfasst
und eben das Dokument hinterlegt, dass die die Rechnungen gerne möchten per E-Business empfangen. Und die haben wir jetzt soweit rausgelassen. Selbstverständlich können Sie das auch, wie Sie es gewohnt sind, da bei können wir das noch schnell im Archiv anschauen. Wenn wir jetzt auch nochmal den Auftrag gemacht, den habe ich jetzt gerade vorher rausgelassen. Dann haben Sie da unten dran rechts da, kann ich sagen, so einen kleinen Grid, wo Sie auch sehen, dass die Rechnung wird per E-Business verschickt. Wenn Sie mit dem Müsli drüber fahren, kommt auch die Meldung, elektronisches Dokument wurde erzeugt und liegt im E-Business zum Weiterverarbeiten. Jetzt könnte ich auch gerade ins E-Business springen, wenn ich die Taste Alt drücke, wird das unterstrichen, so wie wir es kennen aus dem Abokurs, und dann kann ich gerade da ins nächste Programm abspringen. Genau, jetzt mittlerweile ist es auch bereits im Ordner gesendet, da geht dann mal 2-3 Sekunden, bis dann auch im E-Business aufbereitet ist und verschickt wird. Das heisst, jetzt haben wir das bereits per E-Business verschickt. Wenn ich jetzt schaue, ob ich noch eine Hand zum Verschicken, kann ich einfach hier oben wechseln, zu bearbeiten, muss da schon meinen Filter rausnehmen. Und jetzt sehe ich, da hat es noch eine, die nicht automatisch verschickt wird. Auch da haben Sie die volle Flexibilität. Sie können das pro Dokument, pro Debitor eigentlich einstellen, ob Sie das per automatisch wollen verschicken oder nicht. Ich denke, gerade am Anfang macht es vielleicht Sinn, dass man das noch nicht auf automatisch einstellt. Dann können Sie das da im E-Business entsprechend noch kontrollieren. Jetzt habe ich mal den Anhang aufbereitet. Jetzt könnte ich den Anhang, den ich verschicken will, noch kontrollieren. Und wenn ich dann sage, ja, nein, das passt jetzt so, dann verschicke ich es. Und wenn ich das 2-3 Mal gemacht habe und ein bisschen Sicherheit habe, kann ich sagen, gut, den lassen wir jetzt automatisch durchflutschen, dann muss ich eigentlich gar nicht mehr entsprechend kontrollieren, mein Business. Genau, so, jetzt habe ich alle 4 Rechnungen verschickt. Die gehen jetzt über Abonnet dann entsprechend zu meinem Netzwerkpartner oder zu meinem Kunden. Dazu wechsle ich jetzt einmal kurz schnell meinen Mandant. Und jetzt gehen wir mal schauen, wie das denn aussieht auf der Empfangsseite. Genau. Grundlegend gibt es immer so einen Trigger, den man einstellen kann. Und das heißt, Abokurs geht in regelmäßigen Abständen. Geh her, auf Abonnet schauen, hat es irgendwelche Dokumente, die ich muss abholen muss, zum Verarbeiten. Damit wir jetzt nicht eine Stunde warten, dann ich das schnell manuell forciere und sage, ja, bitte, let's go. Kann man kontrollieren, hat es auf Abonnet etwas? Und wenn ja, kann es bitte holen. Das macht er jetzt da auch. Wir sehen jetzt bereits, oh, er hat ein neues Dokument gefunden. Das ist das, was wir ja vorher gerade aufbereitet haben und verschickt haben und dort sie die E-Business-Box ablegen. Jetzt sehen Sie auch da auf der rechten Seite, ich habe das jetzt bei mir so konfiguriert, dass ich gerne möchte benachrichtigt werden, wenn ein neues Dokument reinkommt. Sonst müsste ich immer proaktiv hineinschauen und ich bin gerne der, der eigentlich informiert wird. Jetzt habe ich da so ein Message eingestellt, dass immer, wenn ein neues Dokument reinkommt, ich mich informieren. Weil es ist jetzt ein neues Dokument reinkommen und auch da habe ich gerade einen Link, da kann ich gerade draufklicken und dann springe ich gerade in meine E-Business-Inbox rein und sehe die Rechnung, die jetzt da reinkommen ist, die ich entsprechend könnte verarbeiten. Ich klicke mal da mit Doppelklick drauf, da habe ich noch ein paar Informationen, dann sehe ich eigentlich so, wie ich es im Abokurs jetzt würde anlegen, sprich in den Kreditoren, mein Kreditbeleg. Er hat jetzt da eine Position erkannt und kann jetzt da unten noch beispielsweise Konto, Kostenstelle etc. hinterlegen. Ich könnte jetzt auch noch einen Visumsverantwortlichen hinterlegen, sodass in den Kreditoren nachher möglichst nicht mehr an dem Beleg muss bearbeitet werden. Dazu können wir auch Mappings erstellen. Also wenn ich gewisse Logiken habe, beispielsweise immer wenn ich eine Rechnung von der Swiss AG überkomme, muss das der Visumsverantwortliche Meier visieren, kann ich das mit einem individuellen Mapping so programmieren, dass sich da gar nichts mehr muss einfühlen oder abfühlen, sondern dass das möglichst automatisiert wird. Dabei können wir auch auf gewisse Stammdaten vom Abokurs zugreifen, wie beispielsweise eine Projektnummer hat, dass ich bei uns in den Projektstamm hineingehe, wo schaue, ja, wer ist dann hauptverantwortlich für das Projekt und der als Visumsverantwortlich hinterlegen oder vielleicht noch Kostenstellen würde abfüllen, wie auch immer. Wichtig ist eigentlich, wir brauchen einfach eine eindeutige Logik, wo wir so könnte entsprechend bauen. Gut, ich sage jetzt, der passt, den mal bitte verarbeiten, dann klicke ich da drauf, dann geht jetzt E-Business her und will einen neuen Kreditbeleg erstellen, das ist soweit auch erfolgreich gewesen, jetzt haben wir jetzt einen neuen Kreditbeleg 522 habe ich erstellt. Und wenn ich OK drücke, springt der da weg. Wir sind da die zum Bearbeiten. Und wenn ich jetzt auf Verarbeitet gehe, sehe ich den da wieder. Und könnte jetzt auch da, wie ich es vorher schon gemacht habe, mit dem Taste Alt, gerade in die Kreditinbox, nicht Kreditinbox, in die Kreditoren springen. Und habe jetzt da meinen Kreditbeleg, den wir neu erstellt haben. Oder was E-Business erstellt hat. Wohlgemerkt, nur wenn Sie natürlich Kreditberechtigung haben, können Sie das auch. Kommen Sie da nicht rein.
Genau. So, das ist jetzt die eine Rechnung, das ist jetzt die Rechnung, die wir wirklich voll elektronisch über, aber nicht empfangen haben. Jetzt gehe ich mal noch zu meinem zweiten Mandant. Das ist die Firma Schön AG. Auch da muss ich schnell das Dokument schauen. Haben wir etwas auf aber nicht? Das tue ich schnell da manuell anstoßen. Eben da, in dem Sinne machen wir es nur aus Demo-Zweck jetzt manuell, oder Fabian, sonst in den, genau. Mit deinen Kunden oder sonst läuft das alles automatisiert, die Abholung? Oder? Das läuft voll automatisiert, ich habe da jeweils einen Zeitträger, aber damit wir jetzt nicht immer zu lange warten müssen, tue ich das jetzt einfach manuell forcieren, wie sonst müssen wir da warten, bis dann der Beleg entsprechend reinkommt. Genau. Kann ich da mal schnell schauen, aha, da ist wieder mal ein wunderschöner Vorführeffekt, hat er irgendwie ein bisschen länger, bis das Dokument reinkommt. Sehr schön. Ja. Mal kontrollieren, ist jetzt noch gut. Ich sehe, es sind noch ein paar Teilnehmer im Nachhinein dazugekommen. Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Es ist kein Problem, wenn Sie den Anfang ein bisschen verpasst haben. Wir zeichnen das Webinar aufzeichnen. Können Sie das, was Sie jetzt die paar Minuten, die Sie am Anfang verpasst haben, gerne dann noch nachschauen. Auch die Folie, die wir am Anfang gezeigt haben, die Sie allenfalls verpasst haben, kommen Sie alles im Nachhinein noch zugestellt über. Sie können sich das Ganze in Ruhe noch mal anschauen oder auch mit Ihren Kollegen teilen. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie die jederzeit jetzt gerne in den Chat reinstellen. Wir werden so gut, es geht wirklich gerade live auf die Fragen eingehen oder sonst am Schluss vom Webinar bleibt uns vielleicht noch ein paar Minuten Führung, um auf weitere Fragen einzugehen. Genau. Ungeniert alle Ihre Fragen in den Chat stellen. Gut. Ich sehe gerade, der hat ein bisschen länger, wie gesagt, über das Internet. Das kennen Sie auch, wenn Sie es Mail verschicken. Manchmal kommt es ganz schnell beim Empfänger an. Manchmal geht es halt einmal um die ganze Welt und er braucht ein bisschen länger. Da scheint es jetzt gerade, dass es ein bisschen länger geht. Ich komme sonst gerne nachher nochmal darauf zurück. Machen wir doch einfach mal schnell weiter. Das nächste Szenario, das wir verschickt haben, ist einfach ein E-Mail, wo der Empfänger kein E-Business im Einsatz hat. Dort kommt er wirklich einfach so ein Mail über. Das sieht eigentlich so aus, wie passt er da? Wo ich zum einen in meinem Anhang einfach meine Rechnung habe, wo ich so entsprechend auch wieder halt manuell im ERP erfassen. Oder aber ich habe da noch so einen Link im E-Mail integriert. Wenn ich da draufklicke, komme ich automatisch ins E-Business-Portal von dem Kunden, wo ich dann wirklich einfach meine Rechnungen im Übersicht sehe. Da könnte ich auch darauf zugreifen, falls ich irgendwie das mehrmals verhühnert habe, könnte ich da die Rechnung wieder abholen und dann so entsprechend bearbeiten in meinem eigenen ERP. Genau. Und das dritte Szenario, das wir noch haben, ist eigentlich ist eben die Deepbox. Jetzt habe ich eine Rechnung an meinem Empfänger geschickt und der hat eine Deepbox im Einsatz. Das heisst, das müsste jetzt da reinkommen. Dann mal schnell aktualisieren. Der Browser vorher schon offen gehabt und voilà, da ist meine Rechnung. Vor 6 Minuten ist die reingekommen. Das würde etwa passen von dem, was wir vorher aufbereitet haben. Und wenn ich jetzt da mal draufklicke, sehe ich da entsprechend meine Rechnung, die ich jetzt empfange. Die sieht eigentlich ganz normal aus, wie wir es auch kennen, mit dem QR-Teil unten dran. Und jetzt kann ich da die Möglichkeit analysieren drücken. Analysieren heisst, jetzt kommt eben die künstliche Intelligenz. Ich kann meinen Beleg voll durchscannen und schaut, was er alles kann erkennen. Und das tut er mir dann auch entsprechend anzeigen. Das sehen Sie da auf der linken Seite. Er hat jetzt doch recht viel erkannt. Er erkennt, dass es Deutsch ist. Er erkennt meine Belegnummern. Und wenn Sie da mal draufklicken, dann zeigt er immer, woher er das erkennt. Ich muss sagen, mit dem QR-Code ist das ziemlich simpel. Da hat sehr viele Informationen drin, die man ziemlich einfach herauslesen kann. Aber es hat auch gewisse Informationen, die man dann effektiv aus dem Beleg liest. Zum Beispiel wie da die Auftragsnummer hat er erkannt. Ah, das ist doch da. Genau. Also da tut er relativ viel automatisch schon selber erkennen. Und was ich auch kann machen da, ist, ich kann gewisse Sachen lernen. Ja, zum Beispiel jetzt da, einen habe ich schon gelernt, da habe ich gesagt, ja, du, tu doch bitte immer schauen, wer der Visumsverantwortlich ist. Das ist immer Ihr Zeichen. Da jetzt in meinem Fall der Paul Marr. Oder Projekt. Ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen, ich habe da noch das Feld Projekt. Ich habe da die Nummer 1000. Und jetzt kann ich sagen, weißt du was, das ist doch meine Projektnummer. Lern doch das fürs nächste Mal. Das kann ich jetzt da so draufklicken. Ich kann sagen, gut, das ist mein Schlüsselwort. Ich kann das mal als Deutsch hinzufügen. Sollte das da habe ich das da hinzugefügt. Also da kann ich mehrere Schlüsselwörter hinzufügen. Gehe immer schauen. Und ich kann da auch noch definieren, ja,
der Wert, den ich will, ist dann der links vom Schlüsselwort oder oberhalb. In meinem Fall ist jetzt das Schlüsselwort jeweils links, also sprich der Wert rechts, dann passt das gerade so. Jetzt müssen wir mal schauen, drücke ich mal analysieren. Das sollte er jetzt eigentlich das 1000 erkennen. Das hat er jetzt auch gemacht. Er sagt, ah, Projektnummer ist dann von 1000. Und auch da habe ich die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt nur für den Lieferanten gültig oder für alle Lieferanten. Ich sage jetzt nur für den Lieferanten. Für einen anderen Lieferant schreibt nicht Bestellreferenz, sondern er schreibt eventuell ihre Bestellnummer, ihre Projektnummer oder was auch immer. Da kann ich dort für den wieder individuelle Schlüsselwörter entsprechend definieren. Genau, ich sage jetzt da speichern und schließen. Und jetzt hat er das auch erkannt, jetzt sollte man das da entsprechend auch anzeigen. Und so sollte er auch beim nächsten Mal das automatisch erkennen, sei es das Dokument durchsuchen mit Bestellreferenz und sollte man dann das entsprechend anzeigen. Weiter hat er auch Positionen da erkannt, Kohai-Positionen, die zeigt er mir da auf, die könnt ihr ja da entsprechend noch bearbeiten. Auch Mehrwertsteuer hat er entsprechend alles super erkannt. Von dem her denke ich, ja, das passt soweit. Ich tue jetzt den mal verarbeiten, annehmen und verarbeiten. In dem Moment tue ich das jetzt verarbeiten und tue es mir eigentlich bereitstellen für mein ERP, für mein Abacus zum Abholen. Genau. Jetzt wechsle ich da schnell wieder mein Abacus zurück. Es ist gerade noch eine Frage, Fabian, ja. Das ist noch interessant. Vielleicht kannst du dir aus deiner Erfahrung berichten, wie das unsere Kunden machen. Und die Frage war nämlich, man weiß ja nicht, welche Option der Geschäftspartner in dem Sinne im Einsatz hat. Oder? Also hat er auch Abacus oder kann er eben nur PDF empfangen oder mit was schafft er? Gibt es da irgendein Register oder muss man da einfach mit seinen Lieferanten oder Kunden kommunizieren? Oder wie kennst du das aus der Praxis? Ja, grundlegend ist schon so, sprechen Sie mit Ihrem Partner, wer will oder wer hat schon was im Einsatz. Es gibt kein Register, wo ich sehe, welche Lieferant oder welche Kunde welche das ERP im Einsatz hat. Was es aber gibt, da wäre ich am Schluss noch dazu gekommen, es gibt so ein E-Directory, so eine Homepage, das ist eigentlich so, es wissen Sie es kennen vom Telefonbuch, da können Firmen sagen, hey, ich kann auch etwas im Einsatz. Wie gesagt, das ist nicht abschliessend, sondern es ist freiwillig. Wenn ich jetzt da mal schnell Abacus eingebe, sehe ich, Abacus hat auch E-Business im Einsatz und da sehe ich auch über welches Net, über welche Plattform. Abacus hat aber nicht, ist ja von ihren eigenen Hands. Aber ich sehe auch, Abacus würde zum Beispiel auch mit Post Finance unterstützen. Also das kann eine Hilfestellung sein, um mal schauen, mit wem fange ich denn das Projekt mal an. Aber grundlegend würde ich, also wohlgemerkt, das ist nicht abschliessend. Es kann ganz viel sein, wo etwas im Einsatz haben, wo da nicht aufgelistet ist, freiwillig mit dem Telefonbuch. Also da führt eigentlich kein Weg drum herum, sie müssen mit ihren Partnern entsprechend Kontakt aufnehmen und das anschauen. Genau. So, die Rechnung, die wir jetzt bearbeiten, in der Deepbox ist jetzt mittlerweile gerade im Abacus angekommen. Auch da sehen Sie, ich habe das auch so eingestellt, dass ich benachrichtigt werde. Er sagt jetzt, hey Fabian, es ist eine neue Rechnung reingekommen, ich kann jetzt auch draufklicken. Er sagt mir, es ist eine Rechnung reingekommen via Deepbox. Ich kann da mal draufklicken und dann springe ich. Gerade in mein K11 sollte ich springen, wo ist jetzt da los? Genau, und dann sehe ich da die entsprechend. Ich mache es manuell auf. Genau, das sollte ich da nachher. Ah, blöd, ich muss es richtig aufmachen. Ja, danke, jetzt habe ich es gesehen. Genau, da oben ist ja der neueste. Genau. Jetzt, die Nervosität. Genau, da steht auch die Box und wenn ich jetzt da drauf klicke, dann springe ich gerade ins K11 und voilà, ich bin jetzt da auf meinem Beleg und jetzt da hier der Visumsverantwortliche, den wir vorher gesehen haben in der Deepbox, hätten wir gerade abgefüllt, der Paul Maher, Projektnummer, hätten wir auch gerade entsprechend abgefüllt, wenn ich da ein bisschen abscrollen, hat er jetzt Position die Projektnummer 1000, wo wir vorher das Mapping gemacht haben, hat er auch entsprechend abgefüllt. Also so kann er wirklich lernen und wenn jetzt der nächste Beleg reinkommt von der Firma Suess AG in meine Deepbox, dann würde er gerade erkennen, ob es die Projektnummer gibt oder nicht. Also können wir wirklich so gewisse Mechanismen entsprechend dann beibringen und lernen. Genau. So, jetzt ist aber auch mittlerweile der untere reingekommen, da kann ich auch nochmal schnell springen, das ist vorher das, was ein bisschen länger gedauert hat, jetzt ist sie reingekommen, genau, und bereits verarbeitet. Auch da, wenn wir jetzt mal die Anhänge anschauen, das ist das, was ich vorher erwähnt habe, das ist eine Mail, die wir gemacht haben, mit einem PDF im Anhang, und im PDF inne ist das Zugpferd, wo ich Ihnen das noch ganz kurz zeigen, damit Sie das sehen, wie das aussieht, wenn ich jetzt auf meine Büroklammer klicke.
dann hat es nämlich da noch gewisse Anhänge drin, das Abadok-File, und das ist entsprechend dann mein Zugpferd. Wenn wir jetzt das würden anschauen, ist das eigentlich ein XML, wo wir, ja, vielleicht nicht so geübt sind zum Lesen, aber unsere ERPs wunderbar können lesen und anhand von dem gewisse Informationen herausziehen und auch so gerade automatisch wieder den Kreditbeleg erstellen. Genau. So, jetzt alles wieder zu. Gut. Also das auch von der Deepbox ist ein recht schneller Abriss gewesen, was wir alles können. Wir haben jetzt sehr viele Möglichkeiten. Ich soll Ihnen einfach mal zeigen, dass es die gibt und wie es ungefähr läuft. Wenn Sie dazu mehr Informationen wollen, wir haben schon ein Webinar zu der Deepbox und werden noch weitere durchführen, wo es dann wirklich nur um die Deepbox geht, wo Sie dann auch sehr detaillierte Informationen bekommen. Wie machen wir das und was haben wir dort alles für Möglichkeiten? Genau. Gut, es sind noch ein paar Fragen reingekommen. Wir liegen so wie gut in der Zeit, können wir die gerne auf jeden Fall beantworten. Die Frage war noch, muss der Kunde bei der Variante mit dem E-Mail über den Link zum Dokument Zugang zu Abonnet haben? Nein, also wenn der also mein Partner kein E-Business hat, wie gesagt, dann kommt er einfach ein E-Mail über. Und wenn er das E-Mail aufmacht, entweder hat er die Rechnung gerade im Anhang und tut sie so verarbeiten. Und sonst braucht er keinen Zugang. Also er hat automatisch einen Zugang, kommt er von uns gestellt über von Abacus. Er kann einfach auf den Link klicken und kommt einfach nur auf das kleine Portal, wo er seine Rechnungen sieht. Genau. Genau. Dann ist noch die Frage, ob du weißt, die Box auch jetzt Rechnungen aus dem Ausland in dem Sinn kann lesen und auch dort also, weißt, andere Sprachen kann erkennen etc. Genau, mir hat vorher vielleicht kurz in der Deepbox gegeben, die Schlüsselworte hinterlegt haben. Ich kann das in verschiedenen Sprachen hinterlegen. Ich kann grundlegend Französisch, Englisch, Italienisch hinterlegen. Mir ist jetzt einfach gerade bekannt, dass die vier gängigen Sprachen, eben Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch sind. Die kann er sicher verarbeiten. So weit. Genau. Dann ist noch die Frage, also wenn man jetzt die Box im Einsatz hat, kann man sich dann das Mapping im E-Business eigentlich sparen, weil ja das eben KI eigentlich übernimmt von die Box. Genau, das ist ja so. Also wenn ich die Box im Einsatz habe, brauche ich nicht zwingend E-Business. Grundlegend, dann kann ich alles über die Box machen. Dann mache ich mein Mapping halt dort. Das heisst, ich kann mit der künstlichen Intelligenz Sachen rauslesen. Genau. Davor, ich kann auch gewisse Stammdaten aufladen, das haben Sie vielleicht vorher gesehen oder habe ich nicht gross erwähnt, aber in der Deepbox haben wir meinen Lieferant gerade erkannt, wer das ist, weil ich auch Stammdaten aufgeladen habe. So hat er gerade das Mapping auch können machen. Ah, das ist der Lieferant, ah, das ist beim Abakus die Nummer. Ah, ich muss das entsprechend in der Kreditoren gerade mit dem anlegen. Genau, dann war noch die Frage oder der Wunsch, man würde noch schnell gerne sehen, wie ein Rechnungssteller seinen Beleg in die Box hineinschickt. Hast du das gerade vorbereitet, dass man das vielleicht auch noch ganz kurz zeigen? Entweder, vorher habe ich es über das E-Business geschickt, habe ja auch eine Rechnung aufbereitet, die ich verschickt habe. Dort habe ich eigentlich einfach über das E-Business ein Mail gemacht und ich habe jede Deepbox hat eine Mailadresse im Hintergrund. Das ist eine Möglichkeit, dass ich das per Mail in meine Deepbox schicke. Eine andere Möglichkeit wäre auch, ich kann das einfach mit Drag and Drop reinziehen, also wenn ich das auf der Finder mache. Ich habe da gerade so eine Rechnung, nämlich kann das da packen, wie man es kennt, und so ganz cool einfach mit Drag and Drop reinziehen und schwuppdiwupps ist in der Deepbox und ich kann sie dann da entsprechend gut weiter bearbeiten und analysieren lassen. Genau. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie die Rechnung in die Deepbox hineinkommt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir gehen noch ganz kurz zurück auf Präsentation. Wir werden aber uns gerne Zeit nehmen, noch ein paar Fragen reinkommen, die können wir gerne währenddessen noch beantworten. Wir haben wirklich noch ganz eine kleine Umfrage eingebaut, das wären wir Ihnen ganz dankbar, wenn Sie die drei Fragen, sind wirklich nur drei Klicks, schnell würden ausfüllen. In dieser Zeit reden wir gerne noch weiter. Es war nämlich die Frage, Fabian, ob du ein bisschen etwas dazu kannst sagen, was das vom Aufwand her bedeutet, wenn man jetzt eben so ein, also mit welchen Kosten zu rechnen ist, wenn man einen Empfänger von Rechnungen so machen will, was das vom Aufwand her bedeutet. Okay, das eine sind die Lizenzen, die ich brauche. Ich brauche grundlegend mal die E-Business-Applikation und dann unterscheidet es ab und kurz noch zwischen Empfänger und Senden. Und auch dann, dort ist auch noch ein kleiner Kosten relevant, über welches Netzwerk ich kann. Dort hat aber kurz nicht mehr gross Einfluss und da ist halt wirklich die Kosten vom Netzwerkpartner. Zum Einrichten ist es sehr unterschiedlich. Da kommt ein bisschen davon. Also wenn ich grundlegend einfach eine Rechnung verschicke oder empfange, ohne ein individuelles Mapping erstelle in meinem Business, da sind wir nicht so hoch drin. Und ich denke, dort, und das Coole ist das eigentlich auch, dass ich gewisse, mit dem Mapping gewisse
Formeln kann hinterlegen, so Automatismen, dass das nicht immer manuell muss abfüllen. Und das ist dann mehr so ein bisschen Fleisch und Knochen, um das mal identifizieren und definieren und auch nachher hinterlegen. Genau, wenn Sie da genaue Kosten würden wollen, dann, wenn Sie schon zu unseren Kunden zählen, gehen Sie gerne auf Ihren Accountmanager oder Berater zu, kann man Ihnen das noch ein bisschen detaillierter aufzeigen. Und wenn man Sie noch nicht zu unseren Kunden zählen, dürfen Sie gerne auf unsere Ansprechperson im Accountmanagement zugehen, kann man das gerne mal auch oberflächlich oder detaillierter anschauen, wie Sie das wünschen. Es ist noch eine weitere Frage, Sie, Fabian, und zwar kann eine Rechnung via Abonnet oder eben Postfinance-Netzwerk in die Box reinkommen? So direkt in dem Sinn? Ja, dann, nein, die Box wüsste ich jetzt gerade zu wenig genau. Müsste ich ganz ehrlich, müsste ich schnell abklären. Normalerweise, wenn ich so einen Netzwerkpartner habe, dann mache ich es gerade über das E-Business. Die Box ist vor allem entweder Drag and Drop reinziehen, E-Mail oder ich dort, was ich auch kann, ist meine Box am Lieferant gerade sharen. Oder wenn er auch eine Deepbox im Einsatz hat, kann man es auch so miteinander sharen, dass sich die Box zu Deepbox austauschen. Genau. Sehr gut. Dann ist noch die Frage, sie muss in dem Debitorstammdaten die Variante auch hinterlegt werden oder nur im E-Business? Oder kann die Rechnung auch direkt aus der Projektverwaltung ins E-Business geschickt werden? Genau. Meistens ist es eigentlich so, also mit der Variante weiß ich nicht genau, also, sie müssen einfach jeden Debitor, wo man will, Rechnung schicken, muss im E-Business als Teilnehmer erfasst werden und dann eben definieren oder sagen, welche Dokumente möchte er empfangen. Und E-Business kann, meistens machen wir es über die ABEA, dass aus dem ProI eine ABEA-Rechnung erstellt wird und dann über das E-Business verschickt wird. Man könnte aber auch SVM und ProI direkt das E-Business anschliessen. Okay. Sehr gut. Dann ist noch die nächste Frage, ob noch ein bisschen etwas kannst, kurz dazu sagen, wie so ein Projekt in der Regel abläuft, also zeitlich wie auch von den Umsetzungsschritten her. Ja, eben grundlegend. Am Anfang ist einmal die Frage, wo die Schicken empfangen und dann brauche ich auch irgendeinen Partner dazu. Dort kommt es natürlich auch stark auf den Partner drauf an, was hat er im Einsatz, welches Netzwerk, kann ich das schon? Also ich muss sagen, es ist sehr individuell, aber grundlegend macht man ein kleines Kickoff. Das kann nicht sehr lang und nachher dort man definieren, wie man die nächsten Schritte vorgeht. Eben, der grosse Punkt ist sicher das individuelle Mapping, das ich erstellen will. Aber das müssen wir dann, muss ich nicht mit meinem Partner anschauen, sondern direkt mit ihnen, was sie sagen sollen. Die Logik ist ja so, immer der Kreditor hat gleich den Leistungsverantwortlichen beispielsweise. Sehr gut, wunderbar. Danke Ihnen vielmals für das Ausfüllen von der Umfrage. Da sind wir immer sehr dankbar, wenn man sich die ein paar Klicks uns noch widmen. Wir würden noch zurück auf die Folie gehen. Wir haben nämlich noch ein paar nächste Events geplant für die, die sich jetzt eben für die Box interessieren. Oder die ganzen Deep-Technologien, da führen wir nämlich ja all unseren vier Standorten wirklich Fachseminar durch, wo wir Ihnen all die Technologien noch mal genauer vorstellen können. Würden wir uns sehr freuen, wenn Sie dort teilnehmen. Am besten gehen Sie mal auf unsere Webseite, dort finden Sie genaue Daten sind da drauf, Zeiten, aber nur an welchem Standort was stattfindet. Wir haben sonst noch diverse andere Webinare oder Fachseminare, die geplant sind, wo wir uns freuen würden, wenn wir Sie am einen oder anderen Event dort auch noch dürften begrüssen. Wir haben ein bisschen die 3 Minuten überzogen, sind jetzt doch aber noch ein paar Fragen reingekommen für alle, die sich verabschieden. Danken wir Ihnen vielmals fürs Reinhören und Zuschauen, auch fürs Fragen stellen. Für die, die noch jetzt ein paar Minuten Zeit haben, wären wir jetzt noch um noch weitere Fragen beantworten. Ich danke Ihnen, machen Sie es gut. Danke auch von meiner Seite, alle miteinander. Gut, also für die, die jetzt noch bleiben, die nächste Frage war noch, Fabian, wie können Rechnungen, die per Mail reingehen, direkt in die Kreditorenbuchhaltung eingefügt werden? Ja, also da haben wir die Möglichkeit über das E-Business, sprich, wir können also entweder die Box, so wie ich es jetzt gerade zeige, dann, dort kann ich etwas per Mail reinbekommen. Das andere, was wir auch haben mit dem QR-Code, ist noch eine neue Möglichkeit, dass ich wie in der Kreditinbox, die wir haben, wo wir schon kennen vom Appas gerne, auch dort kann ich eine E-Mail-Adresse hinterlegen, dass alles, was auf die E-Mail-Adresse reinkommt, dann automatisch, insofern es einen QR-Code drin hat, gerade automatisch über das E-Business in Kreditorenbeleg erfasst wird. Auch weil im QR-Code, wie ich vorher kurz erwähnt habe, ist so sehr viele Informationen in strukturierte Daten, wo ich eigentlich damit schon sehr viel arbeiten kann. Sehr gut. Ich glaube, das wäre jetzt die letzte Frage gewesen, die wir so haben beantworten dürfen. Dann würde ich jetzt auf die letzte Folie gehen, dann würden wir uns nochmal komplett verabschieden. Da kommt nochmal eine Frage, aber ich glaube, wir haben sehr viel beantworten können.
glaube, hat einen guten Einblick bekommen, was alles mit dem E-Business möglich ist und eben auch mit der neuen Möglichkeit, die sie haben mit der Deepbox. Wie gesagt, wenn es dort noch weitere Fragen gibt, gehen sie jederzeit auf ihren Account Manager oder ihre Betreuer zu. Kann man das gerne auch individuell noch anschauen, was wirklich ihre Anforderungen oder auch Bedürfnisse sind, dass man sie dort auch beraten kann. Und sonst eben, wenn sie weiter unverbindlich noch Informationen wollen, finden sie auf unserem YouTube-Kanal noch mehr Webinare zu Deepbox oder eben einem von unseren anderen Events, die werden stattfinden. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal Danke zu sagen für Ihr Hineinschauen, für die spannenden Fragen, für Ihr Interesse. Und dann wünschen wir einen ganz guten Tag, noch restliche gute Wochen und dann eine schöne verlängerte Wochenende. Machen Sie es gut. Vielen Dank. Ade miteinander.